Hallo Leute, willkommen zur 8. Ausgabe des DigiGuess Wochenrückblicks. Heute soll es um 3 Themen gehen, nämlich die Anschläge von Paris, die Vorratsdatenspeicherung und den nationalen IT-Gipfel der Bundesregierung. Unser erstes Thema sind die Terroranschläge von Paris. Auch eine Woche, nachdem dabei fast 130 Menschen zu Tode kamen und über 350 verletzt wurden, sind wir immer noch schockiert und fassungslos. Leider dauert es auch diesmal keine 24 Stunden, bis Vertreter der Sicherheitsbehörden damit begannen, die Geschehnisse für ihre Zwecke politisch zu instrumentalisieren. So forderte beispielsweise Jörg Radek, Vizechef der Gewerkschaft der Polizei, die Speicherfristen für die gerade beschlossene Vorratsdatenspeicherung auf 1 Jahr auszuweiten. Dabei lässt er allerdings unter den Tisch fallen, dass es in Frankreich schon seit 2006 die Vorratsdatenspeicherung von Kommunikations- und Flugreisedaten gibt und erst im Juni dieses Jahres ein Antiterrorpaket verabschiedet wurde, mit dem die Befugnisse der Sicherheitsbehörden zur Datensammlung massiv ausgeweitet wurden. Trotzdem konnte es erneut zu solch schrecklichen Attentaten kommen. Die Geschehnisse von Paris sind also vielmehr ein Beleg dafür, dass mehr Überwachung gerade nicht dabei hilft, terroristische Anschläge zu verhindern. In einer Stellungnahme zu den Anschlägen haben wir deshalb zur Besonnenheit aufgerufen. Wir sind der Meinung, dass es weitaus wirksamer wäre, den sozialen und politischen Ursachen des religiösen Fundamentalismus und der extremistischen Gewalt auf den Grund zu gehen und ihnen gezielt entgegenzuwirken. Wer dagegen mit immer mehr Überwachung unsere Grundrechte abbaut, der erodiert auch die Grundlage unserer offenen Gesellschaft und spielt damit letztlich den Terroristen in die Hände. Den Link zu unserer Stellungnahme findet ihr unten in der Videobeschreibung. Unser zweites Thema ist die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland. In dieser Woche wurde bekannt, dass die Bundesregierung Stellung genommen hat zur Kritik der EU-Kommission an diesem Gesetz. Wir erinnern uns, noch bevor das Gesetz durch den Bundestag gepeitscht wurde, hat es die EU-Kommission im Rahmen der sogenannten TRIS-Notifizierung auf seine Vereinbarkeit mit dem Europarecht überprüft. Dort hatten auch wir eine Stellungnahme eingereicht und darauf hingewiesen, dass das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung unter anderem wegen des missglückten Schutzes von Berufsgeheimnisträgern gegen das Europarecht verstößt. Das sah die Kommission im Ergebnis genauso. Außerdem hat sie sich daran gestoßen, dass die Vorratsdaten nach dem Gesetz in Deutschland gespeichert werden müssen. Weil dadurch Anbieter aus dem europäischen Ausland benachteiligt werden, hat sie auch angenommen, dass eine Verletzung der Dienstleistungsfreiheit vorliegt. In ihrer Stellungnahme versucht die Bundesregierung nun, die Kritik der EU-Kommission zu zerstreuen, widerspricht sich dabei allerdings an einigen Stellen selbst. Außerdem muss sie eingestehen, dass sie bisher keinerlei wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse zur Wirksamkeit der Vorratsdatenspeicherung vorweisen kann. Die Speicherung im Inland versucht sie ausgerechnet mit Erkenntnissen aus den Snowden-Veröffentlichungen zu rechtfertigen. So verweist sie zum Beispiel darauf, dass im Ausland Geheimdienste oder andere Behörden mehr oder minder unkontrolliert Zugriff auf die Daten nehmen könnten. Das ist insofern überraschend, als dass die Bundesregierung die Snowden-Veröffentlichungen bisher stets als unbewiesene Behauptungen abgetan hat. Außerdem lässt sie unter den Tisch fallen, dass auch deutsche Geheimdienste wie der Bundesnachrichtendienst oder das Bundesamt für Verfassungsschutz aktiv mit der NSA zusammenarbeiten. Wir hoffen natürlich, dass die EU-Kommission sich von dieser Augenwischerei nicht täuschen lässt und ein Vertragsverletzungsverfahren einleitet, um auf diese Weise eine Überprüfung des Gesetzes durch den EuGH zu ermöglichen. Unser Schreiben im Rahmen der TRIS-Notifizierung haben wir ebenso wie die Stellungnahmen von EU-Kommission und Bundesregierung für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Unser drittes Thema ist der nationale IT-Gipfel der Bundesregierung. Am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche trafen sich dazu Mitglieder der Bundesregierung mit Vertretern der Telekommunikations- und IT-Wirtschaft in Berlin, um über die digitale Agenda der Bundesregierung zu sprechen. Zivilgesellschaftliche Gruppen und Aktivisten waren dort allerdings, wie zu erwarten, nicht eingeladen. So fanden etwa die Gespräche im Bereich digitale Infrastrukturen unter dem gemeinsamen Vorsitz von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt und Telekom-Chef Tim Höttges statt. Das passt insofern ganz gut, als dass die Bundesregierung in ihrer digitalen Agenda auf einen marktgetriebenen Ausbau der Breitbandnetze in Deutschland setzt. In erster Linie soll der Breitbandausbau also Sache großer Telekommunikationskonzerne wie der Deutschen Telekom sein, damit der Staat selbst so wenig Geld wie möglich dafür in die Hand nehmen muss.
Entsprechend niedrig sind auch die Bandbreitenziele angesetzt. Bis 2018 sollen flächendeckend Internetzugänge mit einer Geschwindigkeit von 50 Mbit pro Sekunde zur Verfügung stehen. Das reicht gerade mal für zwei parallele Videostreams in Ultra HD und wird deshalb schon weitaus früher alles andere als ausreichend sein. Auch der Bundesverband Breitbandkommunikation, BREKO, schätzt den durchschnittlichen Bandbreitenbedarf eines Netzanschlusses im Jahr 2018 in Wohngebieten auf 100 Mbit und in Gewerbegebieten auf 240 Mbit pro Sekunde. In einem Artikel, der am vergangenen Freitag auf tagesspiegel.de erschienen ist, haben wir uns eingehend mit dem Ausbaukonzept der Bundesregierung auseinandergesetzt. Den Artikel haben wir für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, das war Folge 8 des DigiGuess Wochenrückblicks. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Tschüss!